Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, wenn wir schon über den Asperger plaudern, dann plaudern wir richtig. Es ist Folgendes. Ich weiß gar nicht, wo ich dieses Thema anfangen soll, weil es ist für mich gerade so ein Thema, was mich ganz schön beschäftigt, so für mich persönlich auch. Also, lasst uns über Gefühle reden. Ihr wisst schon, diese Dinger, die in den Filmen alle so toll beschreiben. Dieses Zeug, das uns das den Lachs dazu bringt, den Strom aufwärts zu schwimmen. Das die Mütter dazu bringt, Tränen in den Augen zu haben, wenn man ihnen sagt, wie toll sie sind. Und die Väter dazu bringt, so kalt wie Fische zu sein, wenn sie es nicht zulassen wollen. Oder die Hasen dazu bringt, dich auf dich drauf zu klettern, in der Hoffnung, dass sie noch was zum Futter kriegen. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwie was Falsches im Kopf, aber egal. Ja, ich wollte mit euch mal über Gefühle reden. Und zwar wie sage ich das jetzt? Habe ich eigentlich schon gesagt, das ist ein Asperger-Thema? Ich bin Ja, gerade, ja. gut. Ich wollte nur, damit ich, das ist, Abgeschweift. ich wollte nur, dass es so sicher geht, dass ich das erwähnt habe. Ja. Die Medien behaupten, ein Asperger hätte keine Gefühle. Also beleuchten wir mal die Perspektive aus vielen Perspektiven, nämlich aus, oder besser gesagt, aus vielen Sichtweisen. Es ist wie folgt. Es gibt Literatur, in der drin steht, Asperger haben keine Gefühle. Habe ich mehrfach gelesen. Es gibt Literatur, in der steht drin, Asperger haben Gefühle, unterdrücken sie aber. Was denn? Kribbelt und macht, dann musst du was tun, da kannst du nicht warten. Es gibt aber auch Literatur, die sagt, Asperger haben zu viele Gefühle. Und ja, das ist jetzt natürlich dann. Das sind jetzt wieder drei Meinungen, die dreierlei Dinge sagen, wo alles wahr sein kann, aber es kann auch alles Bullshit sein. Tja, das war's. Das war ein schönes Video. Wir sehen uns dann wieder. Nein. Nein. Ich werde euch jetzt jede dieser Perspektiven aus meiner persönlichen und privaten Sicht ein bisschen näher bringen. Ja, also, fangen wir an mit der einfachsten Perspektive. Asperger haben keine Gefühle. Also, ich kann sagen, ich habe Zeiten, Tage, Momente, da fühle ich wirklich gar nichts. Nichts, nada, niente. Da ist bei mir wirklich totale, absolute Leere. Und ich sage auch, es ist tendenziell bei mir öfters so. Also, im Sinne von, wenn ich alleine bin, dann ist da oft nichts, einfach gar nichts. Ja, dann aber habe ich aber auch oft so Momente, wenn ich zum Beispiel irgendein Thema total langweilig finde oder mich jemand anlangweilt, dann schalte ich auch irgendwie gefühlt jegliche Gefühlsregung ab. Und dann ist es irgendwie, dann sagt meine Mutter auch manchmal, ich könnte kalt sein wie ein Fisch. Und ja. Es ist dann auch so, dass ich da auch null fühle in dem Moment und auch nicht irgendwie dann das sagen könnte, da ist irgendwas in mir, was sich bewegt. Empathielos. Ja, nee, jetzt bin ich auch so ohne Gefühle. Ja, Auch selbst wenn ich Gefühle habe, bin ich noch empathielos. empathielos, weil ist es ein Gefühl oder ist es Empathie? Vielleicht ist es zweierlei. Ja, dann das beleuchten wir dann. Das macht es noch schwieriger. Dann beleuchten wir die nächste Variante, dass man es unterdrückt. Also ich für meinen Teil kann sagen, ich bin mir recht sicher, dass ich sehr oft meine Gefühlsregungen, weil ich es irrational finde und furchtbar anstrengend, einfach unterdrücke. Und das kann ich für mich wirklich zu 100% unterschreiben, dass ich das sehr oft habe und dass das bei mir auch wirklich sowas ist, wo ich dann ja, sozusagen habe. Und wenn man etwas unterdrückt, ist es ja vorhanden. Ergo würde ich sagen, es gibt Gefühle. Was ich aber vor ein paar Jahren noch komplett anders gesehen hätte.
Da habe ich gedacht, da war ich auch sicher, dass es keine Gefühle gibt. Weil da war das für mich durch die Unterdrückerei und alles die logischere Erklärung. Aber man wird älter und man wird weiser und man lernt über sich selbst auch dazu. Und ja, und dann kriegt man manchmal das Glück, dass man so eine Pute an der Seite hat, die einem irgendwelche Studien volllabert und dann kommt man voll ins Wanken. Also, respektlos. Aber wahr. Respektlos, aber wahr. Ja. Seine Pute. Ja, ich bin sogar eine dumme Pute. Und ein doofer. Gefühle werden was. Ich bin, ich weiß, ich bin nicht nur eine Pute, ich bin ein dummer Dorsch, aber ich stehe dazu. Ja, was ich sagen kann, ist, ich unterdrücke meine Gefühle gegenüber vielen Dingen. Also Filmen, Serien, meinen Eltern, Bekannten, Verwandten, ja, Situationen, Beerdigungen, Menschen, Toten. Wisst ihr das? Hör mal auf aufzuzählen, weil wenn ich jetzt weiter aufzähle, werden wir nie fertig mit dem Video, sondern machen das andersrum, wo ich es nicht unterdrücke. Und das ist dann zum Beispiel so meine Mutter in manchen Situationen, mein Vater, Filme, Serien und Tiere. Ich bin sehr, sehr gefühlvoll, wenn es um Tiere und Menschen mit Behinderung geht oder alte Menschen. Ich weiß auch nicht, da ist es, ja, da habe ich irgendwie so eine gewisse Moral, könnte man so sagen. Und wenn ich sehe, also ich sage es jetzt mal ganz offen und ehrlich, ich kann stundenlang heulen, wenn ich in einem Film ein Tier sehe, das nicht glücklich wirkt. Aber als mein Onkel, der mir nah war, gestorben ist, oder meine Tante erst dieses Jahr, oder jetzt eine Bekannte von uns, da tut sich bei mir gar nichts. Ja. Ich habe sogar zu meiner Mutter gesagt, Tod ist tot und ich esse jetzt noch ein Abendbrot. Das war so. Das ist kein Witz, weil es mich dann überhaupt nicht betrifft. Ich war auf der Beerdigung von meiner Urgroßmutter, väterlicherseits, und ich habe mir wirklich in den Finger gestochen, damit ein Tränchen kommt. Ein einziges. Ich habe mir richtig Mühe gegeben, um ein Tränchen bei den anderen Heulsoßen zu verdrücken, weil ich mir so komisch vorgekommen bin. Und ja, das ist so, es ist bei mir ein differenziertes Fühlen, würde ich es nennen. Ja, doch, das trifft es gut. Ein nicht immer vorhandenes Fühlen, das aber bei bestimmten Momenten und bestimmten Dingen dafür umso intensiver ist. Und damit kommen wir jetzt zum letzten. Nämlich zu dem, womit meine Mutter meine ganze Lebensansicht irgendwie total ruiniert hat. Schäm dich! Shame on you! Meine Mutter hat mir erzählt, dass es die Theorie gibt, dass Asperger nicht nichts fühlen, sondern dass wir viel zu viel fühlen. Und ich überlege gerade, wie ich mir... Wisst ihr was? Ich mache es einfach so. Ich habe deine Nase gejuckt. War nicht unauffällig, aber ich stehe dazu. Ja, und es ist wie folgt. Kennt ihr das, wenn man Leuten Dinge erzählen muss, weil es Fakten sind, aber man einfach gar keinen Bock drauf hat, weil es auf einen nicht so richtig, wenn man nicht dieses Gefühl hat, dass es auf einen zutrifft. So geht's mir gerade. Also, Fakt ist, meine Mutter hat mir erzählt, dass sie eine Studie gelesen hat zum Thema Autismus und Fühlen, und die hätten via Hirnscans herausgefunden, dass die Asperger nicht zu wenig fühlen oder gar nichts, sondern dass wir die Tendenz haben, viel zu fühlen. Was dann wiederum zu Overloads führt. Aber das hat doch eigentlich nichts mit dem Fühlen zu tun, sondern eher mit den Eindrücken. Das ist die Frage. Aber zu Eindrücken können halt oft Gefühle, dazu Gerüche, Sinne, alles. Ja, beim Feuerwerk fühle ich jetzt nichts und habe trotzdem Overloads. Und du riechst ja Schwefel und kriegst dann Angst und das ist ein Gefühl. Ich habe nicht den Schwefel, aber selbst wenn man keinen Schwefel hier riecht. Wir hatten ja auch Jahre, wo man keinen Schwefel kochen hat. Trotzdem hatte ich einen Overload. Das war dann die Lautstärke. Oder die Angst. Ja, aber was ist dann die Lautstärke? Was hat die Lautstärke damit gefühlt? Weil das ist so, da kann man drüber streiten.
Also ich für meinen Teil... Das assoziiert dann mit anderen Situationen und das überflutet dann. Also ich für meinen Teil, die ich früher mit Traumageschichten zu tun hatte, kann sagen, früher war ich das total emotionale Wrack und dann ist der Asperger ausgebrochen und dann war es vorbei. Das kann ich für mich sagen, weswegen ich nicht davon ausgehe, dass ich zu viel fühle. Aber wenn sie wiederum beweisen mit Hirnscans, dass es so ist, aber kann man Gefühle auf einem Scan sehen? Ich meine, man kann sehen, dass eine Hirnregion aktiver ist, klar. Aber was diese Hirnregion macht, kann ja auch bei jedem was anderes sein. Ich meine, wissen wir Asperger, dass unser Hirn genauso funktioniert wie das Hirn von Nicht-Aspergern? Ja, was denn? Ja, deswegen, ich frage mich das halt einfach. Und es regt mich auf. Schade Regung. Ja, also ich für meinen Teil, ich kann sagen, und das habe ich auch schon mal im letzten Video gesagt, dass ich während meiner Periode mehr fühle. Wenn dann auch noch die ganzen Hormone dazukommen. Das kann ich wirklich bestätigen. Kennst du diesen Moment, wenn du so richtig leere im Hirn hast und so richtig fühlen kannst, wie dann so... Dann würde ich die Schlussfrage stellen. Ja, nee, für mich ist es keine... Es gibt da keine Schlussfrage. Du kannst keine Zuschauer. Ja, aber du kannst keine Schlussfrage stellen, weil die Schlussfrage ist nicht, wie fühlt ihr, sondern die Schlussfrage ist doch am Ende des Tages, was ist deine Wahrheit? Nicht, was ist die Wahrheit von allen, sondern deine. Ich kann sagen, ich habe das Gefühl, ich fühle weniger als anderes tun. Und ich habe so das Gefühl, dass ich in vielen Situationen, wo ich eigentlich das Gefühl habe, ich sollte was fühlen, nichts fühle. Und ich merke auch, dass ich tendenziell, ich komme auch recht schnell über die Tode von meinen Häschen hinweg, was obwohl sie mir ja die Welt bedeuten, echt schräg ist. Also so das Prinzip, und das ist jetzt keine Metapher, am Freitag gestorben, am Montag einen neuen Namen, das ist so bei mir so das Prinzip. Aber natürlich andererseits merke ich auch, dass ich immer einen neuen Hasen brauche, weil ich dieses Alleinsein nicht ertrage. Also ist es dann diese Angst vom Gefühl der Einsamkeit oder ist es einfach das Wissen, dass ich noch so viel Liebe für andere, für ein Lebewesen zu geben habe? Tja. Am Ende des Tages wird mir diese Frage niemand beantworten können, außer ich mir irgendwann selber. Aber, na gut, und Leo vielleicht, der meldet sich da jetzt und sagt, ja, dem stinkt es jetzt, dieser Gedanke. Aber ja, es ist einfach, am Ende des Tages ist es keine Sache, wo einem die Wissenschaft helfen kann. Da können ja auch nicht die Eltern helfen, weil, ich meine, meine Mutter würde jetzt sagen, ich fühle zu viel. Ich sage in Situationen, wo sie sagt, du fühlst zu viel, habe ich natürlich mehr gefühlt, aber bei mir ist es eher so wie so eine Achterbahn. Es geht schnell hoch, ist dann eine ganze Weile oben, geht dann aber ganz schnell wieder runter und ist dann weg. Also, ja, das, ich habe so das Gefühl, bei mir ist es so ein Wellenfühlen. Und ich merke eben jetzt gerade durch die Situation, wo wir unser Zuhause nicht mehr verlieren, merke ich es gerade umso mehr, weil ich habe Zeiten, wo ich total Depri bin, auch wenn ich nicht drüber nachdenke und total traurig und auch heulen könnte und auch so auf dem Klo sitzend sage, jetzt werde ich meine Hamsterbackenfleck werde ich nie wiedersehen und dann heule ich auf dem Klo wie in einem schlechten Film und dann keine 4 Minuten später denke ich immer noch dran und denke mir auch scheiß drauf. Also es ist, ich kann sagen für mich, Es ist, ich glaube, für mich die treffendste Bezeichnung ist, es ist wie wenn meine Gefühlswelt mit einer Mauer durchzogen wäre. Und diese Mauer ist eigentlich immer dicht. Und dann gibt es Momente, wo irgendeiner kommt mit einem Vorschlaghammer und ein Loch reinhaut. Dann kommt was raus, so eine Duftwolke. Und dann kommt auch schnell einer, der sie wieder zumacht. Das trifft ja auch eigentlich das beste Bild, das es für mich so gibt. Aber wie ist es bei euch? Oder wie habt ihr das Gefühl, dass es bei Leuten, die zum Beispiel auch Asperger sind, in eurem Umfeld ist? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare oder auf Facebook oder Twitter. Oder eine E-Mail, die bell.read@outlook.com. Ist übrigens auch alles in meiner Kanalbeschreibung verlinkt. Also ihr müsst nicht meine E-Mail auswendig lernen, keine Sorge. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag noch und
Ich muss dann für mich daran weitergrübeln, weil ich habe jetzt nicht wirklich eine fette Lösung gefunden. Aber ich glaube, für dieses Thema wird es auch nie eine wirkliche Lösung geben. Weil man kann es nicht lösen, weil es keine Sache ist, die man mit der Logik bearbeiten kann. So, und jetzt habe ich Kopfschmerzen. Gut gemacht, Elena, dir selbst Kopfschmerzen machen. Ich nehme jetzt eine fette Ibuprofen. Also bis dann, ciao.